So, meine Damen und Herren, wir würden jetzt gerne mit dem Panel beginnen, was sich mit der Zukunft der europäischen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik beschäftigt. Wir sind mit dieser Diskussion sicherlich so aktuell, wie man kaum sein könnte. Wir sind alle noch ein bisschen am Rätseln, die neuesten Informationen über das, was denn heute und morgen im Bundestag und am Wochenende dann auf dem Rat passiert. Die Meldungen jetzt hier, was in Berlin läuft, sind ein bisschen diffus noch. Aber es geht uns ja auch darum, nicht nur tagesaktuell jetzt zu diskutieren, was auf dem Rat passiert, sondern es geht uns ja um Solidarität und Stärke der Europäischen Union auf einem Fundament von Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik, was wirklich tragfähig ist, auch für die Zukunft. Und nicht nur jetzt für die Ratsentscheidung. Deshalb wollen wir auf diesem Podium natürlich auch über die Empfehlungen der Expertenkommission diskutieren. Frau Daniela Schwarzer, die Leiterin der Projektgruppe, oder Forschungsgruppenleiterin heißt das, Forschungsgruppenleiterin Daniela, ja, zur europäischen Integration von der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist die Hauptautorin dieser Expertengruppe gewesen. Und sie wird gleich auch ein bisschen die Resultate vorstellen dieser Gruppe. Zu meiner Linken, Reinhard Bütikofer, Ihnen allen bekannt als langjähriger Vorsitzender der Bündnis 90 Die Grünen, seit einigen Jahren jetzt im Europäischen Parlament, dort mit Rebecca Harms sozusagen die Chefs der deutschen Gruppe, aber natürlich in dieser Arbeit sehr exponiert. Dann ganz rechts außen Herr Ronald Jansen. Er hat lange in den Strukturen des Europäischen Gewerkschaftsbundes oder der Europäischen Gewerkschaftsbewegung gearbeitet, ist jetzt Berater beim Europäischen Gewerkschaftsbund in Brüssel. Und ganz links außen Mats Persson, er ist Direktor des Open Europe Institute in London. Und wir haben hier, glaube ich, das werden Sie dann sehen in der Diskussion, ein sehr spannendes Panel, was von sehr unterschiedlichen Seiten die Situation beleuchtet. Ich würde jetzt ohne große Vorrede und große Einführung gerne die Debatte durch einen Beitrag von oder die Vorstellung zunächst durch Daniela Schwarzer eröffnen. Wir versuchen hier so kurz wie möglich zu sein, damit es auch ein Diskussionsprozess mit dem Plenum geben kann. Wir haben dafür die Hauptzeit eingeplant. Ich hoffe auch, dass wir uns dran halten, sodass ich hier immer, irgendwie ist uns die Glocke leider abhandengekommen, aber mich durch Zeichen versuche bemerkbar zu machen, dass wenn, nicht beim ersten Beitrag, aber wenn dann 5 Minuten Beiträge deutlich überschritten sind, dass wir das dann versuchen zu straffen. Daniela Schwarzer. Yeah. It's yours. The floor is yours. Ich freue mich ganz besonders, dass ich hier sein kann, nicht nur, weil das Thema so irrsinnig, leider so irrsinnig aktuell ist, sondern weil hinter uns eine sehr intensive Arbeit in der Gruppe liegt, die ich von Anfang bis Ende wirklich sehr genossen habe. Und das sage ich nicht formal hier, um es zu sagen, sondern weil wir Kontroversen hatten, aber wir hatten auch enorm gute Kooperation. Und das ist wichtig, vorangeschickt zu werden, weil das beileibe nicht mein Text ist, sondern unser Text. Und das haben sehr, sehr viele Leute aus der Gruppe substanzielle Textteile wirklich beigetragen. Insofern ist es eine Gemeinschaftsarbeit. Und ich möchte jetzt in dem Eingangsstatement möglichst ohne die Zeit zu heben, die ich habe, 3 Sachen machen. Erstens, ich möchte, das war die Anforderung sozusagen an mein Eingangsstatement hier, erstens die Herausforderung nochmal zusammenzufassen, die wir gesehen haben in der Gruppe für den großen Komplex Wirtschaft, Finanzen und Soziales. Und dann zweitens Kernantwortpunkte geben. Und das kann in den vorgegebenen Minuten nur sehr schlagwortartig sein, aber wir haben viel Zeit zur Vertiefung der Diskussion und vieles kann man ja davon dann auch nachlesen. Also, Herausforderungen, vor denen die Europäische Union steht. Also ganz offensichtlich
die Verschuldungs- und Bankenkrise in der Eurozone. Und zwar deshalb, weil meiner Ansicht nach, und das war, glaube ich, auch Tenor in der Gruppe, wir nehmen die Krise alle sehr, sehr ernst, weil es das erste Mal ist, dass man nicht sicher sein kann, dass die Krise Europa schon irgendwie definitiv weitertreibt und zusammenbringt, also Integration durch Krisen, sondern weil wir das Gefühl haben, wir nähern uns immer mehr einem Make-it-or-break-it-Point an. Also deshalb, in der Krise stellt sich die Existenzfrage der Europäischen Union und der Eurozone in ihrer heutigen Form. Und die Antwort kann eben sein, ein mehr, ein stärkeres Europa. Es kann auch ein differenzierteres Europa sein. Es kann aber auch ein Rückschritt sein. Zweiter Punkt. Krisenmanagement und Governance-Reform fallen seit 18 Monaten zusammen. Krisenmanagement hat im Rahmen der Verschuldungskrise immer Konsequenzen für die weitere Governance-Reform gehabt, weil Fakten geschaffen wurden. Und diese Fakten lassen sich nicht mehr wegdefinieren, beispielsweise mit der Entscheidung, Griechenland zu helfen, mit der Entscheidung, den Rettungsschirm einzurichten, ist natürlich die Diskussion um den zukünftigen Mechanismus, den ESM, stark vorgeprägt gewesen. Und was uns bewegt hat, ist die Frage, haben wir es hier mit einer Aushöhlung der demokratischen Kontrolle zu tun? Und die Diskussion heute im Bundestag um den EFSF und seinen Hebel zeigt genau das, dass die Parlamentarier auf nationaler Ebene darum ringen, natürlich hier noch ihre Hoheit, ihre Haushaltshoheit, ihre Kontrolle ausüben zu können. Gleichzeitig gibt es die Krisenmanagement-Notwendigkeit, also hier wird ein schmaler Grat beschritten, der zwischen demokratischer Legitimation und effizientem Handeln auf unterschiedlichen Ebenen ein gutes Gleichgewicht finden muss. Dritte Herausforderung, ganz klar sind wir zur Einsicht gekommen, dass die Grenzen der Integrationsbereitschaft erreicht sind, in vielerlei Hinsicht. Wir haben festgestellt, dass durch die Verschuldungskrise ganz besonders mehr Misstrauen in die Europäische Union Einzug gehalten hat, am Anfang am ehesten zwischen den Regierungen, aber jetzt auch, vermittelt auch durch mediale Berichterstattung, zwischen den Bevölkerungen, eine Polarisierung zwischen Geber- und Nehmerländern. Man zeigt mit dem Finger auf die anderen, die schuld sind an vielen Dingen. Also insgesamt hier ein politisch angespannteres Umfeld zwischen den nationalen Öffentlichkeiten und den Regierungen. Zweiter Punkt, Grenzen der Integrationsbereitschaft, ganz deutlich ablesbar. Die Zustimmung zur europäischen Integration sinkt und hängt unserer Ansicht nach, und das war eine der großen Schlussfolgerungen auch unseres Kapitels, hängt davon ab, ob die Europäische Union es eben schafft, sich selber wieder ein Projekt zu geben, nicht nur Krisenmanagement zu betreiben, sondern das kontextualisiert und sich selbst dem ökonomischen, dem ökologischen und dem sozialen Fortschritt verpflichtet, um aus dieser Krise rauszukommen. Im Zusammenhang mit dieser Suche nach dem Projekt, nach dem Diskurs, sehen wir ganz große Gefahr, dass eben die Kritik am Funktionieren der Europäischen Union umschlägt in eine Ablehnung. Und wenn wir dann eben nicht mehr mit konstruktiver EU-Kritik umgehen müssen, sondern mit blanker Ablehnung, mit einer kompletten Infragestellung der Solidarität, wird vieles, was in den nächsten Monaten noch auf uns zukommt, im Sinne von Krisenmanagement, aber auch in langfristigen Verhandlungen, beispielsweise um den europäischen Haushalt und so weiter, unter so unguten Vorzeichen zu führen sein, dass wir denken, dass am Ende keine gute Politik bei rauskommen kann. Der Kontext, den wir auch darlegen, ist natürlich eine wirtschaftlich angespannte und schwierige Situation. Ein gesellschaftlicher Wandelsprozess, der notwendig ist und der unter solchen Bedingungen nicht leicht zu befördern ist, und ein relativer Gewichtsverlust Europas in der Welt aus ökonomischer Sicht, aus demografischer Sicht, aber dagegen gespiegelt eben unserer Ansicht nach den Wert Europas, die Werte Europas, der unbedingt gerade jetzt in die globale Diskussion, beispielsweise um das Verhältnis von Markt und Staat, die Diskussion um Regulierung der Finanzmärkte, eingebracht werden muss. Zweiter großer Punkt, wozu brauchen wir vor diesem Hintergrund die Europäische Union? Meine Überschrift ist hier zum Wiedergewinn politischer Handlungsfähigkeit. Das ist also eine ganz klare Stellungnahme gegen die, die sagen, wir müssen nationale Souveränität wiedergewinnen. Und diese These ist deshalb so stark, weil wir eben nicht in Frage gestellt haben, dass es den Euro in seiner Form, wie er heute ist, geben soll. Und das ist jetzt meine Interpretation. Wenn wir uns entscheiden, den Euro in dieser Form zu erhalten, dann müssen wir feststellen, dass wir über die monetäre Integration in vielen anderen Politikfeldern Handlungsspielraum aus der Hand gegeben haben. Und wenn wir dann sagen, wir wollen den Euro behalten, müssen wir auf europäischer Ebene diese Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Deshalb erster großer Vorschlag, die politische Stärkung der Eurozone. Das heißt vieles. Das heißt eine bessere wirtschaftspolitische Koordinierung zum Umgang mit Ungleichgewichten beispielsweise, zum
einen wirksamen Mechanismus zum Umgang und zur Vermeidung von Verschuldungskrisen, der viele Facetten hat, die ich jetzt hier nicht vorstellen kann, wo wir aber auch die Eurobonds verortet haben, nicht ganz einstimmig. Deshalb finden Sie zu diesem Punkt eine Kontroverse in unserem Kapitel. Zweiter Punkt, warum brauchen wir die EU? Weil im gemeinsamen Währungsraum hier ein ganz großer Teil der notwendigen Debatte geführt werden muss über die Frage, wie wir das Verhältnis von Staat und Markt neu gestalten wollen. Wenn wir sagen Währungsunion, integrierter Finanzbinnenmarkt, dann müssen alle Fragen über Finanzregulierung und Aufsicht in großem Maße dort auch gestellt werden, komplementär zur nationalen Ebene. Und zweiter Punkt zum Verhältnis Markt-Staat, in Klammern Sozialstaat. Unser Sozialkapitel weist auf ganz, ganz viele Punkte hin, nicht in blinder Europaliebe, was alles nach Europa muss, sondern unter sehr klarer Abwägung, was ist europäisch möglich und wünschenswert, und kommt zu einigen sehr konkreten Vorschlägen in Anerkennung, dass wir es nicht mit einem vereinheitlichten oder einem einzigen europäischen Sozialstaat zu tun haben werden. Kommt der Vorschlag, dass wir europäische Mindeststandards brauchen, dass wir eine europäische Diskussion brauchen, die wir auch gerade in der Bundesrepublik führen, über die Messung von Wachstum und Lebensstandard. Und dritter Punkt, eine Europäisierung des sozialen Schutzes, wo zwei Punkte hervorgehoben werden, die Armutsbekämpfung und die Gesundheitsvorsorge. Dritter Punkt, wozu brauchen wir Europa? Als den Raum, in dem eine moderne Wachstumsstrategie definiert wird. Das heißt nicht nur, dass wir fordern, dass Europa 2020 im Sinne des Green New Deals überarbeitet wird, sondern es hat auch Folgen für die Diskussion um den neuen europäischen Finanzrahmen. Unser Plädoyer hier in aller Kürze ist, das EU-Budget, was die Ausgabenpolitik anbelangt, ganz klar an einem Maßstab zu messen, den wir darlegen, nämlich, wo liegt der europäische Mehrwert? Und das heißt auch wiederum nicht immer mehr Europa, immer mehr Ausgaben, sondern viel klar fokussiertere Ausgaben. Die Frage, was braucht nicht mehr gemacht werden und wofür können wir wirklich gegenüber einer zunehmend kritischeren Bevölkerung das Argument machen, dass diese oder jene Ausgabe europäisch erfolgen soll. Fazit. Uns ist völlig klar, wir leben in einer Zeit schwacher oder schwächer werdender Solidaritätsgefühle, und trotzdem wagen wir es mit einem Plädoyer für mehr konkrete Solidarität, das bedeutet mehr institutionalisierte Solidarität unter anderem als Überlebensgrundlage des Euro, und auch weil wir denken, dass innere Solidarität in der Europäischen Union nötig ist, um die Wandlungsprozesse, die jede Gesellschaft an sich im Moment durchleben muss, die Grundvoraussetzung ist, dass sich Europa langfristig selbst behauptet und seine eigenen Stärken entwickelt und auch auf globaler Ebene hörbar macht. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Daniela Schwarzer, für diese Einführung. Reinhard Bütikofer, als Mitglied des Europäischen Parlaments, als jemand, der seinen Lebensmittelpunkt fast in Brüssel oder mittlerweile doch sehr stark in Brüssel hat. Dieses Integrationsprojekt, was Daniela Schwarzer gerade vorgestellt hat, wie ist es denn überhaupt zu realisieren? Wenn ich mir jetzt die Brüsseler Institutionen angucke, wenn ich mir angucke, ja, wir wollen mehr Integration, alle sagen, wir brauchen mehr. Was ist eigentlich auf der institutionellen Ebene, auf der Governance-Ebene notwendig, um das zu erreichen? Und ist es erreichbar? Und eine Frage interessiert mich jetzt natürlich persönlich zu dieser Situation, in der wir hier alle sind. Wenn man als Europa, als Abgeordneter des Europäischen Parlaments heute hier in Berlin ist und guckt, wie da Entscheidungen, die zentral für Europa sind, vorbereitet, getroffen werden, wie geht es einem eigentlich als europäischen Parlamentarier in diesem Prozess? So, aber leider das Letzte ist die Frage, die ich in den vergangenen Tagen ziemlich oft gehört habe. Wie geht's Ihnen, Kollegen genauso, wie geht's Ihnen eigentlich? Und leider heißt die bittere Antwort, wir sind quasi im Auge des Orkans. Das Europäische Parlament ist in der Zone, in der von dem ganzen Durcheinander, Chaos, von der ganzen Aufregung noch am wenigsten zu spüren ist. Und es gibt erstaunlich viel Business as usual im Europäischen Parlament, deswegen auch, weil trotz aller Stärkung des Parlaments, die wir durch den Lissabon-Vertrag erlebt haben,
die entscheidenden Kämpfe ausgefochten werden in den Hauptstädten der Mitgliedsländer oder zwischen den Hauptstädten der Mitgliedsländer und nicht bei uns im Hemicycle. Und deswegen guck ich genauso gespannt wie du oder alle anderen hier darauf, was jetzt gerade im Bundestag abgeht. Und ich habe den Eindruck, oder mir drängt sich der Eindruck auf, wir sind da an knapp vor einem Punkt, wo es brechen könnte. Also wenn Herr Kauder, Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU, der loyalste Mensch gegenüber Frau Merkel, den sie sich je hätte wünschen können, wenn der heute Morgen in einem Interview sagt, also die Kanzlerin und der Finanzminister hätten ja nun der CDU-CSU-Fraktion das und jenes versprochen und er ginge schon davon aus, dass sie das auch halten, ja. Das ist ja für Kaudersche Verhältnisse ein Donnerwetter. Ja? Und dass er sich dazu veranlasst sieht, so etwas zu sagen, zeigt, wie viel Unruhe da offensichtlich vorhanden ist. Oder dass jetzt der Fraktionsvorsitzende der FDP, Herr Brüderle, auch nicht unbedingt als Hitzkopf bekannt geworden, sagt, er weigere sich, eine Fraktionssitzung der FDP einzuberufen, um über die Richtlinien für den EFSF zu beraten, solange nicht Schäuble endlich alles auf den Tisch gelegt habe an Informationen, was man brauche, um darüber vernünftig zu beraten. Ist ja auch kein alltäglicher Vorgang. Mir scheint, dass die Bundesregierung sich mit ihrem spezifischen Modus operandi, mit ihrer spezifischen Art, ständig mit den wichtigsten Informationen immer erst hinterher rauszurücken, in einer ganz schwierige Situation begeben hat. Ich glaube, dass Schäuble auf dessen bisheriges Verhalten in diesen Krisenjahren ich eigentlich große Stücke halte, dass er inzwischen zum Problem geworden ist, weil er offensichtlich nicht bereit ist, da umzuschalten in einen neuen Modus der Aktion, der endlich dazu die notwendigen Maßnahmen ergreift, dass man mit der Öffentlichkeit, mit dem Parlament wirklich darüber diskutiert, was los ist. Es ist ja schon vor kurzem im Bundestag gesagt worden, was ist eigentlich mit diesen Hebeldiskussionen. Ja, die wurden zur Unzeit, hat irgendjemand angefangen, darüber zu schreiben in den Medien. Da haben Bundestagsabgeordnete verschiedener Fraktionen gefragt. Dann wurde das als Spekulation abgetan. Immer so feinsinnig formuliert, dass man hinterher nicht sagen kann, der Kerl hat gelogen. Aber auch so formuliert, dass sozusagen keine Information drin war. Und ich glaube, das ist inzwischen sozusagen offenkundig so kontraproduktiv, dass an dieser Art, sich damit nach vorne zu mogeln, weil man die Orientierung verloren hat, dass man mit der Art droht, an die Wand zu fahren. Das scheint mir. Ich glaube, dass das im Rest Europas gar nicht ausreichend wahrgenommen wird, wie schwierig inzwischen in Deutschland die Situation ist. Nicht nur grundsätzlich und nicht, weil alle Deutschen chauvinistisch verhetzt wären und grundsätzlich den Griechen die Sonne nicht gönnen, sondern unter anderem deswegen, weil dieses Geschäft in einer Art und Weise betrieben wird, die von dem nie öffentlich ausgesprochenen Satz der Kanzlerin offensichtlich geprägt ist: Wenn ich selber nicht weiß, wo es hingeht, wieso soll ich mit anderen drüber reden? Ja. Also das, ich glaube, wir sind da an einem ganz schwierigen Punkt, und es dem Europäischen Parlament fällt es ganz schwer, darauf Einfluss zu nehmen. Jetzt trotzdem die Frage, mal unterstellt, wir brauchen so eine Governance-Struktur demnächst, also optimistisch, dann glaube ich,
muss man drei, oder würde ich sagen, muss man drei Grundsätzen folgen. Also Struktur für stärkere ökonomische Integration. Das erste ist, man muss um Himmels Willen allen versuchen widerstehen, da irgendwie eine euroföderalistische Orthodoxie zu thematisieren, nach dem Motto, wie hätten wir es denn grundsätzlich gerne, sondern muss da pragmatisch rangehen und muss da auch zur Kenntnis nehmen, was, ob einem das gefällt oder nicht, an Meinungen prägend ist. Also zum Beispiel schon die Rede von der Wirtschaftsregierung ist die halbe Miete dafür, dass wir sie nie kriegen. Weil das einfach sozusagen kein verheißungsvolles Etikett ist. Und ich glaube auch, dass man das nicht verkaufen darf, da schließe ich an das an, was Frau Schwarzer gerade gesagt hat, mit der Parole mehr Europa. Weil es gibt zu viele Leute, für die mehr Europa nicht unbedingt als goldene Verheißung glänzt. Im Englischen gibt es eine schöne Formulierung, die würde mir gut gefallen, wenn es da eine deutsche Übersetzung dafür gäbe. Die heißt Right-Sizing Europe. Das in bestimmten Stellen brauchen wir mehr, an anderen Stellen nicht unbedingt und an anderen definitiv eher weniger. Ich bin nur dafür, dass wir in der Wirtschaftsfrage mehr brauchen. Aber wenn wir das einkleiden lassen in eine Rhetorik, die so tut, als müsste man immer mehr Europa schaffen, dann wird die Plausibilität des konkreten Arguments für die konkrete Notwendigkeit, hier stärker zusammenzuarbeiten, unterminiert und nicht gestärkt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es richtig ist, von einem europäischen Finanzminister zu sprechen zum Beispiel. Also diese pragmatische Annäherung ist das Erste. Das Zweite ist, wir müssen klar haben, dass es da um eine Balance geht zwischen Solidarität und Solidität. Wenn der italienische Finanzminister Tremonti, der ja ansonsten ganz gut beleumundet ist, öffentlich erklärt, es wäre eigentlich klasse, wenn man die Eurobonds schon hätte, da müssten sie nämlich in Italien nicht sparen, ja, dann ist natürlich dem letzten Europafreund klar, dass es da nicht nur engstirnige Gründe dafür gibt, darauf zu beharren, dass Vertragsbestimmungen auch durchgesetzt werden in puncto Solidität und Verlässlichkeit. Und das Dritte ist, ich glaube, es gibt ja diesen souveränistischen Diskurs. Ja? Ist es jetzt klasse, wenn wir da mehr Europa haben, da werden wir souveräner? Da bin ich eigentlich der ähnlichen Meinung wie Frau Schwarzer, dass wir da was zu gewinnen haben, aber das ist nun keineswegs die allgemein vorherrschende Meinung. Und diejenigen, die es anders sehen, etwa von München aus, die immer noch nachtrauern 1866, ja, die kann ich gar nicht in der kurzen Zeit überzeugen, dass wir beide hier recht haben. Deswegen glaube ich, dass man das nicht als eine Debatte inszenieren darf über, ist nun die Zentrale souveräner zu machen oder verteidigen wir was, sondern das kann man ein Stück weit sozusagen in eine Bewegungsform auflösen, indem man sagt, je stärker jemand gegen Regeln verstößt, desto mehr wird man in seine Regel wird man ihm in den Arm fallen müssen. Wer also sozusagen nicht will, dass man sich heftig damit auseinandersetzen muss, was Brüssel im Zweifel sagt, der soll halt sein Haus in Ordnung halten. Wobei in Ordnung halten aus meiner Sicht eine Mahnung ist, die in zwei Richtungen geht. Nicht nur an die Defizitländer, sondern auch an die Überschussländer. Das ist die Position, die das Europäische Parlament stark gemacht hat im Zusammenhang mit dem Stabilitätspakt. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Position. Ich halte nichts davon, jetzt so zu tun, als wäre diese Stärke, also diese Economic Governance, ich bleibe jetzt mal bei dem englischen Begriff, als wäre das jetzt so eine Art Big Bang,
oder Durchbruchserlebnis oder Erweckungserlebnis, Damaskuserlebnis, sondern ich glaube, es kommt darauf an, bestimmte Elemente in einer vernünftigen Art und Weise zusammenzubinden. Jetzt ad hoc. Mittelfristig, glaube ich, werden wir um eine Vertragsänderung nicht rumkommen. Und weil wir in Deutschland den Rahmen des Grundgesetzes weitgehend ausgeschöpft haben, glaube ich, auch um eine Grundgesetzänderung nicht rumkommen, um das auf vernünftige Füße zu stellen. Aber kurzfristig, glaube ich, kann man verschiedene Dinge zusammenbinden. Ich halte nichts davon, wenn Herr Barroso sagt, wir haben doch schon eine Wirtschaftsregierung, dass die Europäische Kommission. Da muss man ja einfach nur in den Vertrag gucken, um festzustellen, dass es Illusionsmacherei ist. Ich glaube aber auch nicht, dass es richtig wäre, jetzt diese neue Verantwortung, diese konzentrierte Verantwortung neben die Kommission zu setzen. Und nicht aus irgendeiner abstrakten Ablehnung von Intergouvernementalismus, den lehne ich schon ab, aber aus praktischen Gründen, weil ich glaube, dass es wenig Effizienz wäre und zu institutionellen Konkurrenzen führen würde, die ganze Sache nur lähmen. Wenn man sich anguckt, wie jetzt schon Van Rompuy und Barroso sich gegenseitig ständig in die Suppe spucken, wenn der eine 5 Minuten länger reden darf als der andere, kommt der andere nicht und so. Deswegen glaube ich, man muss trotz der schlechten Erfahrungen, die man hat mit dem Doppelhut bei Frau Ashton, muss man im Prinzip wieder eine Doppelhutlösung finden. Also ich stelle mir vor, einen Mr. Euro, der ein Kommissar für den Euro ist, also Mitglied der Kommission und gleichzeitig aber auch Chef der Eurogruppe. Und die beiden Dinge zusammenbringt. Ich glaube, dass wir mit dem europäischen Semester und ich glaube, dass wir mit dem Sixpack, was wir jetzt beschlossen haben, ein paar wichtige Elemente haben für das, was wir machen müssen. Ich glaube, dass wir beim europäischen Haushalt nachlegen müssen, nicht weil ich glaube, dass wir das von 1-2% europäisches BIP verdoppeln könnten in den nächsten 50 Jahren, aber weil man mindestens dieser Renationalisierung des europäischen Haushalts Widerstand entgegensetzen muss, die gegenwärtig überall zu beobachten ist. Und letzter Punkt. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist eine europäische Economic Governance, der zwei Elemente fehlen, die nicht direkt logisch damit verknüpft sind, aber politisch real ja. Das ist einmal die Frage der Reregulierung der Finanzmärkte und das heißt insbesondere Reregulierung der Banken und das ist zweite eine Wachstumsstrategie. Mir geht es genau wie dem Ralf gestern. Ich sage das explizit, weil ich denke, dem einen oder anderen Grünen steckt das quer im Hals. Aber wir brauchen, um aus der Schwierigkeit rauszukommen, ökonomische Dynamik, die auf europäischer Ebene gemeinsam organisiert wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es klappt natürlich nicht, wenn wir jetzt scheitern beim EFSF oder wenn wir uns ein Verfassungsgerichtsurteil einfangen, bevor wir den ESM haben etc. Aber die entscheidende Frage ist, sind diejenigen, die da einen neuen Modus einschlagen müssten, nämlich die Mitgliedsländer, sind die bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen, das zu tun? Das ständige Starren nach Brüssel auf die Zentralinstitution EP und Kommission hilft da gar nichts. Der Entscheidungsspielraum, der genutzt werden muss, damit es neu wird, liegt in den Hauptstädten. Mats Persson. Wir haben jetzt zwei Plädoyers für eine stärkere Integration gehört. Nicht nach dem Motto, je mehr Europa oder je mehr Brüssel Kompetenzen hat, umso besser, aber doch sehr deutlich in die Richtung, diese aktuelle Wirtschafts- oder Finanzkrise macht mehr Integration notwendig. Hat Sie das überzeugt? Oder, also ich kenne einige Veröffentlichungen, wo Sie ja doch sich sehr kritisch mit diesen Integrationsnotwendigkeiten auseinandersetzen. Gibt es Alternativen, realistische Alternativen zu diesen Integrationsschritten?
Well, thank you very much, and thanks so much for the invitation. I want to apologize for speaking English. Although I'm based in London, I'm actually Swedish, so I have no excuse actually not to speak German. So I do apologize for that. But so far, the translators have done an absolutely tremendous job. So let's spay it by ear. Well, thank you again. And I think that's you know the relevant question, and this debate is hugely topical and in the place. Which matters next to Frankfurt, the most in Europe at the moment, I would say. Germany is the key place for much of what's going on in the economic world at the moment. So we are watching the German debate, the German domestic debate, with huge interest, and I'm delighted to be here. I wanted to, first of all, congratulate you on a very thought-provoking paper. I agree with certain things. I agree that it's critical for Europe to get its act together in the sense that Europe is losing out on the world stage. Its share of world trade and its economic clout and political clout is declining. That's a key issue. I agree, for example, on your analysis of also involving creditors in any Eurozone solution. You simply have to allow the creditors or require the creditors to pay, otherwise there will be no end to the cost. I agree with that, and I also agree, related to that, that Europe has to deal with its so-called too big to fail dilemma, where banks can never go under because they're too big for that. So those are issues which I certainly echo, but naturally I also take issue with a few points, which relates to the question that was put to me. And before I actually address the question about European integration, I would just like to challenge you on one point. Because in your paper and in wider discussions, we hear a lot about solidarity and the need for European solidarity. And of course, very few people will say, no, I'm against solidarity. I don't like solidarity. I think we should be mean to each other. I mean, that you will not hear that. What I will challenge you to do is to actually define the concept of solidarity. What does it mean? And this is where I would like to illustrate, because it's not as easy as it may look. Slovakia, small country, but member of the Eurozone, also member of the EFSF. It provides loan guarantees. Slovakia was the last country to approve the changes to the EFSF, the Eurozone's bailout fund. They did so only a few weeks ago. It was very controversial in that country, and the parliament refused to approve the changes in the first vote, but eventually passed. There's one political party there called the Freedom and Solidarity Party, SIS, which has been very critical of the bailout and that voted against boosting the EFSF. And of course, everyone was saying, this is outrageous. How can Slovakia, this country, be so reckless and irresponsible? They have benefited from the Eurozone and they have benefited from EU funds and subsidies, for example, which is a fair point. But on the other hand, and people were saying, you need to show solidarity with Europe here. But consider this. Slovakia, in between 1999 and 2001, went through a very painful restructuring of its banking sector. It forced the banks to recapitalize, it forced the banks to restructure because they were not healthy. That forced them to basically sell off a lot of their banks to foreign owners. It cost them between 11 and 15% of their national GDP to go through that bank restructuring. That was a big cost, and it caused a lot of pain in that country. Now, because of that, the Slovakian financial system is in a lot better shape than a lot of other countries' financial systems and banking systems. Now, of course, they are right to say, look, we did all this. We did all these changes, and it was very painful, but we did them. Why should other countries not do it? But it also links with a different point, which is that it's an economic issue here as well. Because what the EFSF does, the changes to the EFSF, what they did was they allowed yet again banks off the hook. Because by bailing out member states, you also, as you know, bail out the banks. And by not forcing banks to take, you know, more severe losses than the roughly 11% or so that was proposed under the second Greek bailout, you again bail out the banks. So you don't have an end to this cost. So whereas Slovakia may look as a country that haven't shown European solidarity, in fact, they've done exactly what you propose in your paper. They've called on the banks to take the losses. So they showed solidarity with taxpayers and
not show solidarity with banks. So my point is, I suppose, solidarity is a concept which needs definition, and it's more to it than immediately meets the eye, and I think that needs to be brought up more often in these discussions. Now, on the question about European integration, now, of course, it's a huge issue, and it's extremely complicated, and I will say as a general point, I would say that we always argued from our end that a monetary union could not function properly without some sort of political and fiscal union to go with it. And if you look at Europe and the Eurozone, if you look at the Eurozone in particular, these economies are so very divergent and so very different that it's hard for us to see a way out of this which doesn't involve some sort of debt union or changes to the membership of the Eurozone. It doesn't necessarily mean that I think fiscal union is a good idea or that it's the right path. I do think it's not a matter of what's right anymore. I think it's a matter of what works. And that is a big change. But on that point, though, I would like to just say this. There's a huge risk, which I think we touched on the panel, by pushing ahead with further European integration without the people. Because what happens here is that by pooling debt on the one hand, and then on the other hand, allowing the stronger economies, such as Germany, to have a greater say over weaker economies' budgets, such as Greece's or Portugal's, you can see how you're setting Europe up for a huge political fallout, because will German taxpayers accept this, which you touched on? Will they accept underwriting Greek and Portuguese and possibly Italian and Spanish debt indefinitely? And will Greece citizens accept a German budget indefinitely? Will that be acceptable in the long term? In other words, and if it isn't acceptable, what will that do to European cooperation integration? We've seen already, I think, the euro has become a bit of a divisive force. It hasn't become the unifying force that we hoped for. It's a centrifugal powers. It reinforces national stereotypes rather than eradicating them. And Germany and Greece is the perfect example. That used to be a very good relationship, and now it has been strained by the bailouts. So I will just put that to you as well. Whilst I think that the Eurozone might have to move towards further fiscal integration in order to survive, I think there's a huge risk for a massive political fallout in Europe should that happen. So we need the people with us, or it won't work. On the second point I want to make about further integration in Europe is that even if you have a fiscal union in the Eurozone, for example via Eurobonds, we must appreciate what that does and does not do in pure practical terms. What it does do is that it deals with Europe's debt problem in the sense that you have the weak economies allowed to, to tweak their budgets and so forth with a safety net of stronger economies such as Germany underwriting them. That what it means. It means that these countries can possibly bring the budgets down a bit, deal with the debt, and not having to be worried about the markets attacking them because, Germany is backing them up. But what it doesn't do, it doesn't address these countries' competitiveness problem. The fact that they're so far behind in economic terms. The fact that it costs so much more to produce and get something done in Greece and in Italy than what it does to get something done and produced in Germany. And at the end of the day, that is the heart of this crisis. It's not only a debt crisis, it's also a competitiveness crisis, one of massive divergences in competitiveness between member states. And we have to appreciate that. So Eurobonds will solve one, but not the other. And I think it's that other that really is what causes the Eurozone to be so tense, to be so such a fragile construction. It's not only debt. Because think about it, Spain and Ireland, for example, they didn't struggle with a lot of debt going into this crisis. They were actually more or less inside the Maastricht criteria, the Stability and Growth Pact. But they still struggle today, particularly Ireland. So it's not only one of debt, it's also one of competitiveness, and fiscal union will not solve that. Greater German control over Greece's budget will not solve that. For that, you need structural reforms, deep-seated, deep-rooted structural reforms.
Just one further point before I close. Social and employment law, which I know goes a lot of people are interested about, interested in here. In terms of European integration, I think that is an area where the EU should not be involved at all, almost. To a certain extent, yes, but only very minimally. And that is not because I'm against social employment law. I'm a Swede. I believe in good relationship between unions and employers. I think that has worked really well in Scandinavia, for example. But what happens when you outsource that kind of decision making to the EU level is that you're messing so fundamentally with, you know, the labour markets in member states, which have evolved over decades and decades, even centuries. Take the working time directive, for example, which is this idea that you should regulate working hours for all workers across Europe. It's very difficult to have that work properly when you have 27 different, very, very different member states. And I think that is actually putting a strain on labour markets around Europe. It doesn't free up these kind of labour markets in a way that you are talking about in your paper. And I think that's a problem. So on the one hand, we cannot say we need a flexible, you know, more accessible European labour market. And on the other hand, say, well, we need more very cumbersome, one-size-fits-all regulation at the EU level. I think those are intellectually consistent. The same thing, we cannot say on the one hand that, well, we should have a lot of EU involvement in EU labour market law, and then when the European Court of Justice goes in and make a ruling, which it did, for example, in the so-called Laval case, said that it was siding with employers over unions, more or less, you cannot then come back and say, complain, well, yeah, but the ECJ was wrong. All you can say is, well, we accept your court ruling. We think it was wrong, but we accept that you should rule on this. It's intellectually consistent to be in favour of one and not the other. I will be more than happy to explore that further during Q&A if anyone would be interested. But for now, thank you very much for your attention. Thank you. Ja, Herr Jansen, die letzten Ausführungen von Herrn Persson sind ja eine Steilvorlage, auch ein bisschen für Sie. Regulierung von Arbeitsmärkten, wir haben Arbeitnehmerfreizügigkeit, was das bedeutet für eine europäische Sozialpolitik an Regulierung, ist ja eine sehr spannende Frage. Ich hätte so die Vermutung, dass Sie nicht so ganz übereinstimmen mit dem letzten. Aber wenn wir über Zukunft Europa und über die Zukunft von Wirtschafts- und Finanzpolitik sprechen, was ja im Fokus der augenblicklichen Debatte steht, und auf der anderen Seite die gleichen Leute immer sagen, wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen es den Leuten erklären. Welche Bedeutung hat eigentlich Sozialpolitik? Welche Bedeutung hat soziale Sicherheit in einer künftigen Struktur von Europäischer Union, so wie Sie sich das vorstellen oder auch wie die Gewerkschaften in Europa aufgestellt sind und wofür sie kämpfen? Okay, thank you, Chairman. I'll talk in English, and also thank you for inviting me to introduce the thinking and the discussions from the side of the E2C. Now, I've been put a lot of questions, so I'm kind of reflecting what is the best and shortest way to answer all of them. So, I'll go for the answer that might shock some of you. And I would like to say two things. First of all, does Europe need a more coordinated European social policy? Well, I would say if in the first 10 years of monetary union we would have had an effective European social policy, then we would not have been in the mess we are in now. Let me explain what happened in the first 10 years of monetary union. And I have to explain, because all the stuff that you read in papers is besides the point. What happened in the first 10 years of monetary union was that in one member state, a policy choice was made to go for a spectacular increase in low-wage sectors, poverty wages, rising inequalities, and precarious job contracts. The consequence of that choice in that member state was to pull inflation down
much below the ECB's price stability target. Now, this member state also took up an important part of the economic weight of monetary union, 20 to 25%. So what did the European Central Bank do? What did the ECB had to do? Cut interest rates to a low level and keep them there so that member state would not tip over into deflation. However, we all know we are in a currency union. So the low interest rate that was brought about by that kind of policy in that member state was too low for the rest of the euro area and certainly for the periphery. And that low interest rate feeded the debt bubbles, the asset price bubbles, which have now exploded in Spain, Portugal, Ireland, also a sovereign debt bubble in Greece, but Greece was the exception here. So these debt bubbles have exploded now, and now we are in this mess. So in a nutshell, if we were to have avoided this whole debt crisis, we could have avoided it, or at least reduced it substantially, by not going for precarious work in one part of the monetary union, and by respecting a number of European principles on that. Because let's also recall that at the same moment, at the start of the 2000s, there were employment guidelines issued by Europe saying you have to fight the low-wage sector, you have to have the objective of reducing work poverty, and that was simply not respected. So, again, I think I'm clear on this. Again, perhaps I've shocked some of you or not, but precarious work triggered by the internal market and triggered by some policy choices of some governments in Europe is at the root cause of this sovereign debt crisis. A second point I would like to make is going back to the European social model, the European social acquis. As said, in these European employment guidelines, beginning of the 2000 decade, we had these principles of reducing work poverty and working poor. But the European social acquis is much stronger and broader than that. It's also about major principles on precarious work contracts, fixed-term contracts, on agency work, on part-time contracts, on maternity leave, on holiday leave. All of that European social acquis exists. It has been built in the course of the 90s. What we observe now is that this European social acquis, again, is not being respected. In Spain recently, the government, before resigning, pushed through a labor law reform, simply saying that all measures and laws that would limit the use of chains of fixed-term contracts over the years, that all these restrictions on that are abolished. Now, this is one of the core principles of the European social acquis. You can have fixed-term contracts, but you have to limit them. You have to set limits on the chains of fixed-term contracts. That is the basic principle of, or one of the basic principles of the European social acquis. The Spanish government abolished it. Did we hear an outcry of rage in Europe? Did the Commission do anything? Hello, is there still a social commissioner there? No. Nothing. In Hungary at this moment, labor law has been reformed to that extent that would Hungary not be in the European Union, it would not be allowed to enter. Again, is there any reaction? Nothing. And I would say at this moment, it's even worse. It's not only the case that the existing social European acquis is not being respected, it's also simply being swept off the table by the Commission, by DG ECFIN, going into countries like Greece, Portugal, Spain, and reforming labor laws and collective bargaining against, again, principles of the European social acquis and core principles of the ILO. And again, nothing is happening. So, two messages to you. Social acquis, social rules,
European rules and principles are basically essential, not simply for social cohesion, but for the cohesion of monetary union. And secondly, this lesson is not being learned. European policymakers, Commission, Council, are simply repeating the same mistakes of the past. And again, as I said, this drive for precarious work has gotten us into this debt crisis, and that mistake is now being repeated all over again. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Janssen. Es gibt jetzt schon das Bedürfnis, hier auf dem Panel nochmal zu reagieren auf Beiträge, aber ich würde ganz gerne Sie jetzt auch in die Debatte mit einbeziehen, bevor wir hier eine Reaktion machen, und würde Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen oder auch kurze Statements zu machen, wobei ich Sie bitten würde, nicht länger als 3 Minuten, weil dann werden wir hier auch unruhig. Und das ist auch in der Frage der Solidarität untereinander, ist es natürlich gut prägnant zu sein. Und deshalb, wer hat Fragen? Wir haben Mikro kurz vorstellen und alle so erschlagen. So, ja. Ja. Ja, nicht. 1, 2, ja. Eva Christoph, yeah, I'm very impressed that you allow a rather precise and controversial debate, and I can agree with the remarks of Reinhard, but I find it very exciting now if maybe that a representative of the trade unions could relate to the remarks of their speaker from Sweden in the sense, what are from in the dialogue between you both, so the skeptics to the savings politics and so on, and this way of trying to save the euro and the trade union politics, what are your proposals at least to save the social state in Europe and social democratic cohesion within the next 3 years? Danke schön. Jetzt hier vorne. Ich danke vielmals, dass Mats Petersen, Persson und Ronald Janssen hier einige Daten aufgelegt haben. Ich stimme mit dieser Entwicklung zum Teil nicht überein, die Sie erwähnt haben. Ich bin Techniker. Wir wissen, dass wir in Zukunft eine fast vollautomatische Fertigung in der Industrie haben. Haben Spanien und Griechenland eine große Industrie? Nein. Deswegen haben sie auch sehr geringe Steuereinnahmen. Und das ist der Fehler. Deswegen können Sie die Schulden nicht abbauen. Deswegen muss eine Strukturänderung meines Erachtens im industriellen Bereich in beiden Ländern, vielleicht auch noch Irland und Portugal, erfolgen, damit das gewährleistet ist. Wenn Sie eine Vollautomatisierung haben, brauchen Sie hochentwickelte Leute. Die haben die zum Teil nicht, weil die Frage stand früher nicht an. Also muss man sie von außen reinholen. Und das ist meines Erachtens das Hauptproblem. Deswegen wird diese Krise ständig wiederholt werden, weil diese Länder nicht in der Lage sind, eine höhere Steuereinnahme zu bekommen. Nur aus landwirtschaftlichen und touristischen Bereich heraus eine höhere Einnahme zu erzielen, erscheint mir etwas illusionär in der Größenordnung, was jetzt anliegt. Danke. Dankeschön. Wir haben jetzt noch eine Frage hier und dann würden wir hier auf dem Panel nochmal Antworten versuchen. Ja, ich habe eine allgemeine Frage an das gesamte Plenum. Ich möchte gerne wissen, ob wir nicht in Europa auch eine einheitliche europäische Steuerpolitik brauchen, von allen Staaten, europäischen Staaten akzeptiert. Und könnte das nicht beitragen, das Finanzsystem besser in Europa in den Griff zu bekommen? Und zweitens möchte ich von Herrn sehr geehrten Herrn von Janssen wissen, sollten sich nicht auch die Gewerkschaften in Europa noch mehr zusammenbinden und zusammenknüpfen,
eine bessere europäische Gewerkschaftspolitik zu betreiben. Ja, herzlichen Dank. Wir machen jetzt noch mal eine Antwortrunde, wobei die Panelisten auch die Möglichkeit haben, zu reagieren auf das, was gerade in der ersten Diskussionsrunde gesagt worden ist. Ich würde gerne in der gleichen Reihenfolge nochmal Sie bitten, Daniela Schwarzer, zu den Fragen, wenn Bemerkungen sind zu den integrations- oder sozialpolitischen Vorstellungen, die geäußert worden sind. Ja, sehr gerne. Ich möchte mit dem Punkt anfangen, Notwendigkeit, Strukturwandel im industriellen Bereich, was ist realistisch in den Ländern. Was wir in dem Report nicht gemacht haben, sind Länderanalysen. Aber worauf wir, glaube ich, schon sehr viel Wert gelegt haben, ist, dass wir genau diesen Punkt angesprochen haben und gesagt haben, die Investitionsnotwendigkeit in hohe Qualifikation ist unmittelbar notwendig. Und das betrifft einige Länder mehr als andere. So. Also insofern dieses Thema gesellschaftlicher Wandel, Bildung, Ausbildung ist uns wichtig. Ich meine, das können wir ja auf 15 Seiten nicht so wahnsinnig ausführen, aber es war einer der Startpunkte unserer Überlegung, als wir über die Herausforderung diskutiert haben, dass wir uns auch gefragt haben, wie sieht die Arbeitswelt in 10, 15, 20, 50 Jahren aus und was ist da das Anforderungsprofil? Das gehört also dazu. Die Frage, wie geht man mit den letztendlich strukturellen Divergenzen im Währungsraum um? Die können wir auch nicht beantworten. Wir haben sie angesprochen und wir haben deshalb auch gesagt, dass man letztendlich vor einer Entscheidung steht, ob man es möchte, dass man die expliziten Transferleistungen erhöht im Euroraum, um eben eine Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse noch als Ziel, ich sage nicht, dass es erreicht wird, aber als Ziel glaubhaft haben zu können. Oder ob man sagt, wir erkennen an, dass diese Divergenzen eben so groß sind. Und dann ist die Frage, wie akzeptabel ist das? Und zwar dann für die Südeuropäer. Und deshalb habe ich auch am Eingang gesagt, dass wir die Existenz der Eurozone in ihrer heutigen Form aus ökonomischen und auch aus politischen Gründen nicht unbedingt als gegeben ansehen können. Das heißt also, hier können Prozesse einsetzen, wo politisch definiert wird, dass gewisse Rahmenbedingungen nicht mehr akzeptabel sind. So wenig wünschenswert ich das persönlich halte. Die Situation ist vorstellbar. Zu dem Punkt einheitliche Steuerpolitik. Da gibt es eine Reihe von Antworten, die sich durch unser Papier durchstreuen. Braucht man sie? Zunächst einmal, man braucht zumindest einen gemeinsamen eine gemeinsame Bemessungsgrundlage und da waren wir uns nicht ganz einig, vielleicht auch einen Mindeststeuersatz. Und zwar haben wir uns konsensuell ausgesprochen gegen zu viel schädlichen Steuerwettbewerb. Wir sind natürlich an das Thema Irland und die Legitimitätsprobleme, wenn man sagt, ein Niedrigsteuerland kriegt Geld aus anderen Ländern, die deshalb vielleicht Steuern erhöhen müssen. Diese Probleme kommen bei uns vor. Wir haben aber noch einen, finde ich, noch interessanteren Punkt drin, der dazu gehört. Und das ist nämlich die Frage, was hätte denn eine richtig europäische Steuer, für eine mögliche Steuerungsfunktion. Und da finden Sie bei uns eine ganze Liste von Vorschlägen, wo wir sagen, das wären sinnvolle Steuern, um die aufzunehmen. Ich finde sie jetzt so schnell nicht, aber das sind letztendlich inhaltlich argumentierte Besteuerungsmöglichkeiten, die im Gesamtkontext für die EU einen sinnvollen Beitrag leisten können, im Bereich Umwelt, im Bereich Finanzen und so weiter, Energie. Da haben wir eine Reihe von Vorschlägen. Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, nämlich das Thema Solidaritätsbegriff. Wovon gehen wir eigentlich aus? Die ganze Kommission stand ja unter dieser Überschrift Solidarität und Stärke. Und wir hatten ganz am Anfang unserer Arbeit eine intensive Diskussion um die Frage, was motiviert eigentlich in der jetzigen Situation noch zur Solidarität? Und also Solidarität, weil Sie nach der konkreten Definition gefragt haben, haben wir für uns operationalisiert als Bereitschaft zur gegenseitigen Hilfe und des Eingestehens füreinander. Und dann haben wir uns eben gefragt, was liegt dahinter, was sind die Motive? Und da haben wir gesagt, gut, und da hatten wir eine ziemlich intensive Diskussion drum. Gibt es so etwas wie Solidaritätsbereitschaft ohne Gegenleistung in der Europäischen Union? Kann man das noch erwarten? Und da gab es Kontroversen. Wirklich Einschätzungsunterschiede bei uns, die gezeigt haben, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Wie ist das denn noch mit dem Solidaritätsgefühl in Europa? Sind wir noch bereit, einfach so was zu tun? Und wir sind dann aber im Bereich Wirtschaft und Finanzen eigentlich relativ schnell weg von dieser Diskussion gekommen, weil wir gesagt haben, die Solidarität, die
notwendig ist aus unserer Sicht, die hat zwei andere Quellen. Nämlich die hat einen ganz klaren Eigennutz in der Wirtschafts- und Finanzkrise aufgrund der gegenseitigen Verflochtenheit. Und aus Sicht mancher Länder spielt auch ein dritter Gedanke, der mit Solidarität verknüpft ist, nämlich das Versicherungsprinzip, eine ganz große Rolle. Was heute dem einen passiert, kann morgen mir passieren. Und ich denke, diese beiden Überlegungen, die tragen einen relativ weit in der Diskussion, welche langfristigen Mechanismen brauchen wir in der Eurozone, angesichts eben zum einen der unmittelbaren Spillovers von Politikentscheidungen vom einen ins nächste Land und angesichts der sehr stark eingeschränkten eigenen nationalen Handlungsbereitschaft. Und das war über die Diskussion hinweg immer so ein bisschen der Maßstab, an dem wir unsere Vorschläge gemessen haben. Damit möchte ich erstmal schließen. Ich würde gerne dazu noch eine Nachfrage stellen. Mats Persson hat ja das Beispiel Slowakei nicht zu Unrecht angeführt. Und vor dem Hintergrund dieser Kriterien Eigennutzversicherungsprinzip, sind wir da wirklich aufgestellt, wenn dieses Verhältnis Griechenland und Slowakei, so wie das beschrieben worden ist, mit der Solidaritätsproblematik verknüpft wird, dass wir die Instrumente haben, um da tatsächlich darauf zu reagieren, auf diesen Konflikt? Sind wir nicht. Und ich glaube, das zeigt sich im Moment auch ganz stark in der Diskussion. An dem Beispiel, das habe ich vergessen, es tut mir leid, an dem Beispiel Slowakei und der Art des Diskurses dort zeigen sich zwei unbeantwortete Fragen in der EU. Zum einen die Tatsache, dass wir im Moment in der Eurozone die Situation haben, dass Länder mit einem geringeren Pro-Kopf-Einkommen für andere mit einem höheren Pro-Kopf-Einkommen solidarische Hilfeleistung machen. Und das ist natürlich politisch extrem schwer zu argumentieren. Und wir sehen die Impulse, ein Opt-out zu ziehen, auch wenn das noch nicht geschehen ist. Und diese Diskussion wird uns leider Gottes erhalten bleiben. Denn jetzt haben wir den EFSF unter Dach und Fach. Heute reden wir über Hebelung. In ein paar Monaten reden wir über den permanenten Hilfsmechanismus ESM. Das heißt, die Diskussion bleibt. Die Antwort kann nur sein Versicherungsprinzip. Nur unter diesem Aspekt und Kontextualisierung, das heißt Einbettung in ein breiteres Rahmenwerk, in dem Wirtschaftspolitik stärker koordiniert wird und letztendlich auch Fragen tatsächlich von Mindeststeuersätzen dann eine Rolle spielen können. Der zweite Punkt zum Thema Slowakei und Griechenland und die Frage, wen bailt man eigentlich aus, ist die noch nicht zufriedenstellend beantwortete Frage, politisch noch nicht zufriedenstellend beantwortete Frage, wie bereit die Bevölkerung ist im Zuge der Verschuldungs- und Bankenkrise, die sich ja noch weiterentwickelt wird, wir werden noch weitere Eskalationsstufen erleben, Steuergelder für Rettungsmaßnahmen auf den Tisch zu legen. Und wen rettet man? Natürlich hat Deutschland aus Eigennutz das erste Griechenland-Paket verabschiedet, nicht aus Liebe zu den Griechen, sondern weil wir nicht den Rahmen hatten, um einen unstrukturierten Staatsbankrott Griechenlands in einer einigermaßen verträglichen Form in der Eurozone hinzunehmen. Und deshalb schlagen wir auch vor, in der gebotenen Kürze, dass man wirklich umfassend über das Thema Verschuldungskrisen nachdenkt, dass es mehrere Säulen haben muss. Auf der einen Seite natürlich eine Privatsektorbeteiligung, was unserer also Ansicht nach, das steht wirklich nur im Nebensatz, aber tatsächlich auch einen Rechtsrahmen erfordert, um eine geordnete Schuldenrestrukturierung im größeren Maßstab, als es bisher der Fall ist, dann auch hinzukriegen und somit den Privatsektor zu beteiligen. Also sprich eine Art Insolvenzverfahren. Aber dass auch grundsätzlich über Regulierung und Aufsichtsstrukturen im Finanzsektor präventiv viel mehr gemacht werden muss, dass wir hier in diese Situation nicht wieder geraten. Aber im Moment, das kann man nicht leugnen und wir können es auch nicht lösen, sind wir in der Situation so komplex, wie Sie es angedeutet haben und wie ich es jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter ausgeführt habe. Also das, was Frau Schwarzer gesagt hat, mache ich mir einfach alles zu eigen, dann muss ich es nicht wiederholen. Ich würde gerne ein bisschen streiten, jenseits dessen, und zwar sowohl mit Herrn Persson wie auch mit Herrn Janssen. Also als ich aufs Podium kam, war ich mir sicher, dass ich mich mit Herrn Persson streiten würde. Aber die große Entdeckung dieses Panels für mich ist, dass ich mich mit Herrn Janssen mindestens genauso streiten muss. Erstmal zu Ihnen, Herr Persson. Also diesen Satz kann ich nicht stehen lassen, dass der Euro ein divisive force gewesen sei. Das klingt ja so, als wäre das, was sich da seit Einführung des Euro in Europa ereignet hat, einfach sozusagen über uns gekommen. Ja?
Also dass Deutschland ökonomisch heute dasteht, wo es steht, hat nicht nur mit den Segnungen des Euro zu tun. Ich bestreite nicht, dass die erheblich zu Buche schlagen, sondern hat auch damit zu tun, dass Deutschland ein paar Reformen thematisiert hat, über die man in diesem Land deswegen heftig gestritten hat und die auch dazu geführt haben, dass wir aus der Regierung abgewählt wurden 2005. Aber ohne das würden wir heute da nicht stehen, wo wir stehen. Und die Tatsache, dass andere Länder bestimmte Reformen nicht angepackt haben, ergab sich auch nicht daraus, dass wir den Euro haben, sondern dass sie die Entscheidung nicht getroffen haben. Ja? Und wenn in Griechenland jede Regierung, die neu drankommt, erstmal 25.000 Parteigänger im Staatsapparat versorgt, hat es auch nichts mit dem Euro zu tun, sondern mit einer unseligen Tradition des Klientelismus, mit der man brechen muss. Mit der Herr Papandreou jetzt mit einem unglaublich großen politischen Mut bricht. Aber dass jetzt das alles dem Euro angehängt wird, ja, ich finde, das mag vielleicht sozusagen von daher, wo Sie politisch stehen, nützlich erscheinen als sozusagen polemische Linie. Ja. Aber mit Analyse hat das nichts zu tun. Das Zweite mit der europäischen sozialen Kohäsion. Also das finde ich ja großartig, ja, dass jetzt im Jahre 2011 der Vertreter des ETUC sich hinstellt und sagt, man hätte einfach diese Währungsunion mit einer sozialen Kohäsion begleiten müssen. Vielen Dank, Gratulation zu der Einsicht. Ja. Das war der Vorschlag, den Herr Delors bei der Einführung des Binnenmarktes den Gewerkschaften auf den Tisch gelegt hat. Das war der Vorschlag, den die Gewerkschaften abgelehnt haben. Das ist die Politik gewesen, für die der ETUC nie zu haben war. Weil so und so viele nationale Gewerkschaftsorganisationen im Inbegriff ihrer nationalen Schlagfähigkeit gemeint haben, das bringt ja nur die Abwärtsspirale europäisch in Gang, wenn man sich auf gemeinsame europäische Standards einlässt. Da verteidigt lieber die IG Metall in Deutschland und wie die Gewerkschaft dann sonst wo heißt, in ihrem jeweiligen Heimatland, was man sich traditionell erkämpft hat, und lasst die Europäer sozusagen bloß da nicht dran. Also wenn man jetzt heute schon sagt, dass eine stärkere soziale Kohäsion notwendig ist, und das bestreite ich ja nicht, dann würde ich von einem Gewerkschaftsvertreter mindestens so viel historische Selbstkritik erwarten, dass er sagt, wir sind selber mit Schuld, dass wir das heute nicht haben. Und wir haben auch in Deutschland manchmal Anlass zu solcher Gewerkschaftsselbstkritik. Als nämlich diese Reformen eingeführt wurden, über die man in Deutschland ja immer noch streitet, haben wir vorgeschlagen als Grüne damals, dass man Mindestlohnregelungen einführt. Wir hätten die Mehrheit gehabt, im Deutschen Bundestag das durchzusetzen. Die SPD war nicht bereit, sich auf die Mindestlohnvorschläge, die wir gemacht haben, einzulassen, weil sie unter Druck war von den Gewerkschaften, weil die Gewerkschaften gemeint haben, es kommt ja gar nicht in die Tüte, dass wir Mindestlöhne einführen. Das greift uns ja ins Tarifgeschäft ein. Also an der Stelle, inzwischen ist natürlich alles anders, ja, und jeder, der heute noch politisch aktiv ist und damals schon politisch aktiv war und bei Rot und Grün dabei war, muss ich jetzt verteidigen, warum wir diese verdammte Mindestlohnpolitik gemacht haben, Niedriglohnpolitik gemacht haben, die wir gar nicht machen wollten, die wir hätten verhindern können mit solchen Mindestlohnregelungen, wenn man uns damals gelassen hätte. Also da werde ich schon etwas fuchsig, wie Sie merken, wenn man sich dann sozusagen Jahre später, ja, im milden Glanze der späten Einsicht hinstellt und die anderen beschimpft, die man früher daran gehindert hat, es richtig zu machen. Und das Zweite, was ich gerne hier streiten möchte, ist um die Wettbewerbsfähigkeit. Da kommt es von rechts und von links sozusagen ganz antagonistisch. Ja. Auf der einen Seite ist einfach Deutschland das Maß aller Dinge und alle anderen sind entweder schief gewickelt oder noch schlimmer zu betiteln, weil sie nicht genauso wettbewerbsfähig sind wie Deutschland. Und damit ist anscheinend die ganze Sache geritzt
Und kein Gedanke wird darauf verschwendet, dass möglicherweise die Art, wie Deutschland Wettbewerbsfähigkeit entwickelt hat, was damit zu tun hat, dass die anderen Schwierigkeiten haben. Also wenn zum Beispiel in Deutschland Sozialversicherungsbeiträge ersetzt werden durch Steuerfinanzierung, was wir hatten, und dann trägt, und diese Steuern werden aber eben nicht aus Steuern auf hohe Vermögen oder sozusagen Körperschaftssteuern finanziert, sondern die Steuern werden von Verbrauchern gezahlt. Dann findet da eine Umverteilung statt, die sich in puncto Wettbewerbsfähigkeit als Beggar thy neighbor Politik auswirkt. Aber insofern finde ich, kann man das nicht einfach so stehen lassen. Aber auf der anderen Seite geht es jetzt nun auch nicht, dass man sich hinstellt und sagt, eigentlich ist diese ganze Krise nur Deutschlands Schuld, weil wenn Deutschland nicht so wettbewerbsfähig geworden wäre, hätten wir eigentlich gar kein Problem gehabt, wie ich es von Herrn Janssen gehört habe. Ja? Ich meine, irgendwo müssen wir ja noch in der Realität bleiben. Ja? Deutschland hat eine Industrie, die weltweit konkurriert. Und die sich nicht einfach nur daran messen muss, was der griechische Vergleich ist oder der spanische oder der französische oder der schwedische, sondern auch was der indische ist und der brasilianische und der chinesische und der amerikanische. Und Deutschland als ein Land, das sehr stark auf den Export setzt, und ich wäre ja dafür, dass man da mehr Balance reinkriegt, aber sozusagen von heute auf morgen geht es auch nicht, kann nicht einfach so tun, als könnte man diese Realität ausklammern und sich zurückziehen sozusagen in den Kokon des europäischen Gefüges und sagen, jetzt gucken wir mal, dass wir nicht zu sehr anderen vorausrennen. Ich finde, die Verantwortung muss schon auf verschiedene Schultern verteilt werden und sozusagen das Hohelied auf die Wettbewerbsfähigkeit sans phrase und die Verurteilung der Wettbewerbsfähigkeit als Ursache allen Übels ist beides, glaube ich, ein ziemlicher Irrweg. Ja. Vielen Dank, Reinhard. Ich würde jetzt die Redereihenfolge doch ein bisschen umdrehen, weil der Zorn von Reinhard Bütikofer sich ja doch mehr gegen die Gewerkschaften gerichtet hat, in beide Richtungen. Aber ich würde jetzt Herrn Janssen einfach die Gelegenheit geben, direkt darauf zu antworten, auch auf den Vorwurf, dass die Errungenschaften der Arbeiterklasse in einem Land eventuell ein Bremsklotz für die sozialpolitische Integration in Europa sind. Diese Debatte ist ja nicht nur von den Gewerkschaften. Hier im Deutschen Bundestag haben wir das ja auch von der Linksfraktion bei Lissabon immer wieder als Argumentationshintergrund gehabt. Und das ist natürlich für uns immer auch ein Problem gewesen, dieses zu akzeptieren. Umso mehr freuen wir uns natürlich jetzt bei so einer integrationsfreundlichen Haltung. Okay, thank you. So some reactions. First of all, Reinhard has reacted on the issue as if the euro was a divisive force. But I think, Reinhard, the answer you've given testifies to the fact how divisive the euro is working. What you're playing out against Germany and Greek, this is a very strange response. The point of view of the ETC is to say that there are problems with the euro. We have a single currency, and it's good that we have a single currency, and we should keep it. But if you want to keep it, and keep it from destroying social Europe and trade unions and workers' Europe, we need to correct the flaws in it. And one of the flaws is the fact that if you have a single interest rate with different economic situations in different countries caused by different economic and social policies, then you have a problem. Another problem is here with the sovereign debt crisis. In the euro, there doesn't exist what does exist in any other currency union, that is to say, a bank that functions as a government banker. In England, in the UK, in the US, Japan, the sovereign debt is backed up by the central bank. In the euro area, we have 17 different sovereign debts, but one single central European bank that is saying we are not responsible for these debts. And that fragilizes
the euro, that fragilizes governments, that fragilizes member states, and that is the root cause for all these attacks on social Europe. And we have to fix that. And if we don't fix that, well, then I fear that the future will be very, very bad. On your accusation that the trade unions have blocked social Europe, I have to refute that completely. I mean, I acknowledge the fact that internally, inside the EDUC, not recently, not only the last decade, also the previous decade, from the moment the Maastricht Treaty with the social protocol was voted, there have been internally heavy discussions on minimum standards, European minimum standards, are they European minimum or European floors or national ceilings. So that was an internal discussion, a difficult discussion, but the end result of that discussion in the ETUC and with which the ETUC has come out was to say we want to negotiate more social Europe. And again, overall, the decade of the 90s, we've negotiated framework agreements with minimum rules on fixed-term work, part-time work, which have a meaning, which have positive repercussions on workers in different member states. To give but one example, holiday pay, the directive on paid holidays, at that time meant that 2 million workers in the UK got the entitlement, the legal entitlement to holiday pay, which otherwise they would not have had. And you haven't heard the Belgian or the German or other trade unions say, no, you can't do this because this could threaten our system. So on these issues of working contracts, working conditions, health and safety, the ETUC has been a positive, in the end, after many internal discussions, but in the end, a positive driving force. What is new now is that we're having this discussion on European involvement in wages. And that is something entirely new. First of all, let me say here that the treaty does not allow this. Article 153 of the treaty is very clear. Europe has no competence on pay. And you are right. Probably this has been written into that by us, by trade unions, or at least with our consent. And why are we right? Because wages and wage bargaining depend on power relationships. And these power relationships have been built by tens of years, hundreds of years, in each national member state. You transfer that to the European level, and then you have Mr. Olly Rehn telling in Belgium and Germany and Spain and Portugal how much to cut the minimum wage and to get rid of erga omnes, which is happening right now. So this is why, at this moment, we have said clearly Europe should not involve itself in wages because we as workers will lose. And that is also why in the six-pack, the economic governance regulation, we have managed to integrate a clause, a wage safeguard clause, explicitly referring to this article 152 and 153 on the respect of autonomy of collective bargaining to keep Europe, not Europe, but the European Central Bank, DG ECFIN, out of it, because we know we will lose. You can't expect us to commit suicide. Last thing, competitiveness. Well, I'm sorry, but I think you've misunderstood me. This was not my intention, because the discussion also in some parts of the ETUC is to accuse Germany of Germany has done wage dumping and it has increased competitiveness at the expense of Spain and Portugal and Greece. I find this nonsense. The strength of German competitiveness does not lie in low wages. The strength lies in building qualitative products. And there's no one sane on this earth that can blame you for that. But what you can be blamed for is this rise in precarious work, which, as I explained, through the mechanism of the single currency and single interest rate, unbalanced the rest of Europe. And by the way, again, this precarious work thing happened in the domestic sectors.
not in the industrial sectors that are competing. And to the extent it did happen in the industrial sectors with agency work being paid at 50% lower than collectively bargained wages, the rent from that flowed into higher business profits, not into lower export prices. So workers in Germany have gotten, I think, a very bad bargain from all of this. And the consequence is that the euro area is unbalanced, that this is used as an alibi to get rid of social Europe and workers' rights and collective bargaining rights in the rest of Europe. And you know the next step. Because if after 5 or 10 years of wage depression in Spain, wages have come down, institutions like the OECD, the ECB, the DG ECFIN will say to the DGB and German workers, well, now Spain is more competitive. Now it's your turn again. So. Okay, vielen Dank. Herr Persson, es gab ja eine ganze Reihe von Punkten, die auch Ihre Ausführungen betroffen haben. Mich würde aber auch noch mal interessieren, wie Sie diese Frage der Wettbewerbsfähigkeit, was Herr Jansen zum Schluss noch mal angesprochen hat, wie Sie das beurteilen, was Ihre Perspektive, Ihre Strategie in diesem Bereich wäre, weil das natürlich eines der Kernprobleme einer zukünftigen Wirtschaftsentwicklung in Europa ist. Yeah, certainly. Thank you. I have a bit difficult knowing which point I should argue against because there are quite a few of them, including a very fascinating intra sort of what we would call German left discussion, which I greatly appreciate. And it's really enlightened me. On the specific questions, I would just say, pardon me if this is floating a little bit, but on the basic analysis, Mr. Jansen, I think I do actually agree with you to a certain extent that, of course, it was that mismatch in the early days of the euro which then created the tensions we see today. Whether that was, you know, what that depended on, whether that was driven by the absence of social Europe, I'm not so sure, which probably links with the question about competitiveness as well. But I think you're missing a few items which are crucial for that analysis, including the euro itself. Germany eventually was also allowed to export via the help of what for Germany is a very undervalued currency, whereas Spain and others are stuck with a, for them, very overvalued currency, particularly for countries like Greece and Portugal. In those cases, the euro is hopelessly overvalued, which makes it very difficult for them to rebound in competitiveness, because whatever reforms they pursue are being undercut by this very strong currency that they're stuck with. So in that sense, of course, you cannot discuss this without looking at the euro itself as a sort of economic driver, I suppose, of tensions within Europe, which have been exacerbated. But also, if you look at the politics of it, which I will come back to later. On the point about competitiveness, I appreciate from a union point of view this idea of that you sort of have to have workers' rights, minimum standards and so forth. I mean, no, very few people would argue against that. Perhaps a few sort of Tea Party type activists would say you don't need any standards at all. But most people will say, of course, you need some minimum standards. I think where unions sometimes get it wrong is when we again talk about solidarity. Solidarity with whom? Look at Spain, for example. Solidarity with the workers or the people who don't work. In Spain, there's now 40% youth unemployment. And a large part of that is due to the fact that Spain has a two-tier labor market where it's very difficult to hire people, because of the contract system. And of course, that leaves 40% of youth unemployed. It's not the only reason, but it's a big driver of those unemployment trends. So I'm just saying, in the trade union universe, who do we sympathize with, the unemployed or the workers? Because it feels to me as if unions around Europe are now moving away to a certain extent, and I'm generalizing for which I apologize, but to a certain extent are moving away from being genuinely in the interest of protecting workers' rights to being an interest group, to being sort of protecting vested interests. In Spain, that would be
we have this, we are workers, so we benefit from a very tight labor market, meaning that it's difficult for others it's difficult for employers to employ new workers, and therefore we are safe. I think that line between special interests and generally working for workers' rights, I think that line has become blurred in Europe. And I think that's problematic, both politically, but also for economic competitiveness reasons. It is very difficult to become competitive. No matter how we look at competitiveness, no matter what we think about German reforms in the early 90s, it's very difficult to be competitive when you have 40% youth unemployment. That's a fact. We cannot deny that. So therefore, we have to do something about that. And I don't think the way to strengthen Spain's competitiveness is to strengthen the union's right to stay, to strengthen the unions there and their right to protect the current two-tier labor market. And in terms of sort of overall European competitiveness, I do think that it would be nice if everyone could leave, sort of have a job or have 14 months of wages, retire at 55. I mean, it would be a very nice life. I'm not going to lie. It would be very pleasant. I just don't think it's realistic. I think the European social model has worked quite well. It has worked really well in countries such as Scandinavia, to a certain extent, Germany as well. But I think you sort of have to tweak it a bit in order to keep up with what's happening around the world. And yes, Germany has gained a lot of relative competitiveness by just being good at what Germany does, which is producing quality stuff. I agree with that. But you also need to have a cost-effective way to produce that quality stuff, or someone else will do it. I think that's the, I don't want to sound too like brutal, but I think that's the truth in today's world, that we shouldn't scrap the European social model, but we need to tweak it. We need to tweak it so that it better reflects what's happening in the rest of the world. And I think a large part of that is labor market flexibility. Labor market flexibility. And I think this is where European integration really can kick off. You know, more flexibility across borders, greater movement across borders, greater services across borders, free movement is a great thing. And it's not, free movement is essentially a win-win situation in the long run. It's painful for a little bit, but in the long run it's a win-win. And I think that's where Europe should focus its efforts. On the Euro being a divisive force, let me just clarify that point very quickly. I don't mean that the Euro is the cause of all the world's ills and the problems arising in Europe at the moment. But what I am saying is what we had hoped for when the Euro was forged hasn't happened, in the sense that we expected convergence between member states. Economic convergence. That was the idea. When you have a single currency, member states converge. That has not happened. It hasn't happened economically, but it hasn't happened politically either. And my point is that by, you know, breaking, by sort of violating or ignoring or at least constructively stretching the no bailout clause in the EU treaties, for example, you've created a very complex situation where you pit German citizens, German taxpayers against Greek citizens. I'm not saying that they, you know, that is the main driving, well, I'm not saying that's the only driving force, but what I'm saying is it's creating a very complicated political situation, which clearly isn't good for Europe as a whole. I mean, we can just look at what's going on around us. It's very difficult to deny that the Euro has created a very complicated political situation in Europe. But it has come a lot of, I mean, benefits as well, not least for Germany. I mean, no, I think very few people would deny that. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt die Möglichkeit noch mal zu zwei oder drei kurzen Fragen, bevor wir hier auf dem Panel noch eine kurze Schlussrunde machen. Ja? Wo ist das Mikro? Eins. Noch Fragen jetzt? Okay, zwei. Und dann ist aber auch. Um,
Rolf Schnelle, formerly German Foreign Service. I'm tempted to ask Mr. Persson about his particular view of Europe as a Swede living in London, in the sense... It's tough. It's tough. Exactly. But I want to use the term solidarity a little bit. It's interesting that for a while there were tendencies in Britain where people were looking at things happening on the continent with Schadenfreude, and I thought it was very interesting that The Economist the other day got around to seeing that maybe it might backfire at Britain also. And I wonder whether the term solidarity could be enlarged a bit. After all, it's the whole project of European Union that is at stake, so that maybe Germany at some point might get overloaded with all being the role, having the role of the bank of last resort. Would states like Sweden, Great Britain, and others outside the Eurozone be willing to help if it is really a serious crisis of the whole European Union? Thank you. Thanks. Mm-hmm. Hier vorne ist noch eine Frage und dann machen wir die Schlussrunde. Hallo, Dorsch Marcel. Ich würde gerne Daniela Schwarzer und auch Reinhard Bütikofer nur noch ganz kurz fragen, ob sie eine kleine Einschätzung geben könnten, inwieweit es auch mit den Sixpack-Beschlüssen und dem weiteren Fortgang in der Eurokrise ein Europa der zwei Geschwindigkeiten möglich ist, sinnvoll ist oder zu kritisieren ist. Vielen Dank. Wir machen jetzt, und ich würde alle bitten, auch sich diesmal wirklich so ungefähr auf 2 Minuten, also auf die Kernbotschaften zu konzentrieren, die jetzt in dieser Schlussrunde noch zu geben sind. Daniela? Dankeschön. Ja, ich möchte den letzten Punkt gleich aufgreifen, Europa der zwei Geschwindigkeiten. Ich denke, die Krise hat klar gemacht, erstens, dass wir es haben, was wir theoretisch schon vorher wussten, nämlich 17 Länder im Euroraum und 10 nicht dabei. Und aus politischer Einschätzung heraus würde ich sagen, dass wir eine Vertiefung der Eurozone mit gewisser Wahrscheinlichkeit sehen werden, aber sehr unwahrscheinlich wird es sein, die Maßnahmen, die für die Eurozone notwendig sind, mit allen 27 zu beschließen. Das heißt also, man muss das Verhältnis zwischen Eurozonenkern und Gesamt-EU neu definieren. Es hat viele Konsequenzen, es hat möglicherweise sehr große politische Konsequenzen. Zum Beispiel, wenn man zu dem Schluss kommt, und das mag ja schon am Sonntag so sein, dass wir einen neuen Konvent sehen werden und eine Primärrechtsreform, um beispielsweise im Bereich der Wirtschaftspolitik, Haushaltspolitik noch enger koordinieren und eingreifen zu können, dann kann das natürlich heißen, dass wir plötzlich auch die Frage in der Ratifizierung dieses Vertrages anders stellen müssen, nämlich nicht mehr, seid ihr bereit mitzumachen und wenn ihr nicht bereit seid, uns aufzuhalten, das zu tun, sondern man muss einen Weg finden, wo die Länder sich entscheiden, ob sie mitmachen oder draußen bleiben. Und politisch, denke ich, ist es sogar möglich, dass wir in diesem Zuge in einigen Ländern Diskussionen haben, ob man nicht so einen Moment auch als Chance, in Anführungszeichen aus meiner Sicht, versteht, sich selber aus anderen Bereichen auch rauszuziehen. Ja? Das heißt also, vielleicht erleben wir gerade den Beginn einer Phase, wo wir eine noch stärkere und explizitere Differenzierung der Europäischen Union haben. Und wenn Sie mich fragen, gibt es einen Kern, dann sage ich ja, die Eurozone. Aber ich kann Ihnen keine Garantie geben, dass eine ausreichende Vertiefung tatsächlich stattfindet. Die ist mit allen politischen Hypotheken belegt, die wir vorhin schon diskutiert haben. Zwei Geschwindigkeiten gibt es, da stimme ich Frau Schwarzer zu. Aber ich hielte es nicht für klug, wenn man nun versuchen würde, das institutionell möglichst heftig gegeneinander zu besondern. Ich glaube, dass unter denen, die jetzt nicht dabei sind bei der Eurozone, ja durchaus es sich um sehr unterschiedliche Fälle handelt. Es gibt zum Beispiel eine große Zahl von Mitgliedsländern, die zugesagt haben, wir werden den Euro übernehmen, wenn wir dann soweit sind. Es gibt Mitgliedsländer, die nicht in der Eurozone sind und trotzdem sehr engagiert beim EFSF mitmachen. Andere Mitgliedsländer wollen von dem und jenem gar nichts wissen. Das macht ja auch einen erheblichen Unterschied. Und ich glaube, wir sollten institutionell so rangehen, dass wir so inklusiv wie möglich
versuchen, diese neue Sache zu gestalten. Deswegen bin ich zum Beispiel angesichts der notwendigen Forderung, dass es eine klare parlamentarische Kontrolle der verstärkten europäischen Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen geben muss, nicht dafür, dass man jetzt, was manche tun, für über ein Eurozonenparlament nachdenkt, sondern ich finde, das muss man im Rahmen des Europäischen Parlaments organisieren. Sehr dafür wäre ich allerdings, den Gedanken stark zu machen, den Frau Schwarze formuliert hat, dass man bei der Ratifizierung diesmal anders rangeht als letztes Mal. Weil letztes Mal, das war irgendwie aus Sicht derer, die Probleme lösen wollen, ja in jeder Hinsicht unbefriedigend. Wenn in Frankreich vor dem Nein in der Volksabstimmung der französische Präsident gesagt hätte, ich bin gegen den Vertrag, hätten wir ein Ja gekriegt. Ja. Ja. Danny Cohn-Bendit hat ihn damals in letzter Minute aufgefordert, doch Europa diesen Gefallen zu tun, ja, und zu sagen, er sei dagegen. Ja. Da wurde über eine Abrechnung mit einem Präsidenten mindestens so sehr abgestimmt wie über die Frage, was da in Europa nun mit dem Verfassungsvertrag passieren könnte. Und ich glaube, wir würden eine neue Ernsthaftigkeit in diese Abstimmungen reinbringen, wenn wir sagen, okay, das ist eine Abstimmung über diesen Weg nach vorne und darüber, ob wir Deutsche, Franzosen, Iren, Schweden dabei sein werden oder nicht. Yeah. Herr Persson. Okay, thank you. Two excellent questions, I think, which are really, really relevant. They are very related, actually. I will say this on the six-pack. I agree. I think there's a two-tier, two-speed, multi-speed Europe, whatever expression you want to use, in the making, but I don't think it will be driven by the six-pack. I think the six-pack is actually doesn't have a lot of teeth to it. If you scratch the surface, it's a little bit, just a little bit more than the original stability and growth pack. So I think it will be driven by an intergovernmental process with Paris and Berlin at the center, rather than something that the EU institutions themselves push forward. And that's a very important difference. And I know that that may not sit well with the European Parliament, for example, which and I understand that point of view. On this two-tier Europe, it does effectively, potentially, change the rules of the game quite fundamentally. It will basically overturn a bit what the Treaty of Rome said, in that it will create a very strong political entity. Not only a monetary entity, but a political entity inside the overall EU framework. And that, I would argue, that changes a lot for both the ins and the outs. And that poses very fundamental questions for countries such as the UK, Sweden, Denmark, and so forth, but also for Germany and others. In other words, will that push Germany more towards the southern bloc, what we would consider the less economic liberal bloc? That's from our point of view. Or will, you know, and therefore will the Eurozone become more pushed in what we would consider a protectionist, perhaps less free market, single market direction. And that's something that certainly the northern member states worry about, the UK, Sweden. So in that sense, it poses very fundamental questions for both the ins and the outs. And I would hope in that arrangement that Berlin becomes a force for pro-growth, dynamic economy. On the UK and Sweden contributing, a very good, excellent question. And I will say two things very quickly on that. The first thing is they are actually contributing already. They're contributing via the European Financial Stability Mechanism, DEFSM, which is this scheme which involves the European Commission borrowing using the EU budget as collateral. So they're already contributing to that, at least underwriting part of that. And they're also, of course, contributing via the IMF. And and Sweden has also did some voluntary contributions. So they're already in there. They're already contributing. So it's not fair to say that they're not the complete level game. But of course, the solidarity argument matters. And it's also self-interest argument. Because it may come a point, just imagine, and I hear you, and I think it's a very good question. It may come a point when it spreads to Spain. And that would put the UK on the front line, because the UK has massive exposure to the Spanish economy, not least via its banks. So of course, in that kind of situation, it moves beyond solidarity. It becomes one of pure self-raw interest.
And in that situation, I find it very difficult to see the UK not contribute to some sort of rescue scheme. But, I'll say this as a final but, it has to be something that works. It cannot be something that merely allows banks to hide behind more liquidity from the ECB and from sovereigns. It has to be something that actually deals with a debt problem, not something that merely exacerbates it. And I think if you find a scheme like that, then I would argue, well, actually, maybe I just wouldn't, but perhaps I will potentially argue in favor of both the UK and Sweden participating. Thank you. Don't get carried away. I had to have a caveat there. I am on the record. Well, yes, 2 points to conclude. Whatever happens on Sunday, and it will be probably a kind of strengthening, even more strengthening of the six-pack and economic governance, but whatever is decided, as ETUC, we will stick to our rule, our position of saying also in a new, stronger economic governance six-pack, we want the autonomy and respect for the autonomy of collective bargaining to be inscribed centrally into that project. Meanwhile, we will also, inside the ETVC, reinforce and strengthen the coordination of collective bargaining ourselves. That's one point. The other point is on the concept of competitiveness, and let me give you one example to illustrate this. The hourly wage in industry in Germany is 33 euros, in Portugal it's 8 euros. So it's not a question of the fact that the Portuguese economy's labor is too expensive. They are also rather productive. I mean, that difference between Germany will not be that great. What is the difference is, again, I stress, the type and quality of production in Portugal. So what you need to do is not the competitive wage dumping to rebalance the euro area. What you need to do is to re-industrialize these economies, Portugal, Spain, Greece. And here I think there's a major opportunity for your priority of a green agenda. You can give these countries a product they can export with and with which they can generate revenue to pay back their debt by reconversing their industry into delivering sustainable energy to the rest of Europe. I think that is the way to go, whereas all these schemes on economic governance to push for wage dumping or excessive flexible labor markets and precarious work, that's simply a waste of time. Thank you. Ja, okay, ganz herzlichen Dank für diese kompetente, facettenreiche, spannende, sehr lebendige Diskussion. Mir hat das viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank an alle Panelisten. Thank you.